Hallo zurück hier bei uns bei der Firma San Mobilcast, ja, und auf unserem YouTube-Channel. Heute sind wir nicht im Markt Indersdorf, heute sind wir hier in Stuttgart auf der CMT. Und ihr habt es bereits im Titel richtig gelesen. Heute geht es um den Weinsberg, um den Kara Suite, und zwar den 700 MEG auf, ja, dem Ford Transit Chassis. Und was den so besonders macht und auszeichnet, das zeigen wir euch jetzt gleich nach dem Intro. Wir starten wie immer vorne, arbeiten uns einmal um den Wagen herum und schauen dann natürlich auch noch einmal rein, weil eins dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja hier einen Kara Suite, praktisch ein Skywave, heißt ein Fahrzeug mit Hubbett, sprich ihr könnt nicht nur zu viert fahren, sondern eben auch ja, zu viert schlafen. Was steht hier? Hier steht's, Ford Heavy Duty Chassis mit serienmäßig 130 PS, mehr geht natürlich immer wie beispielsweise die 150 PS Motorausführung oder statt dem 6-Gang Schaltgetriebe eine Automatikversion. Niklas zeigt gerne mal hier die Frontmaske, weil wie ich finde sieht der Ford ja wirklich gut aus und kann sich sehen lassen. Sonst, wenn wir hier rumschauen, Alufelgen am Start mit einem schönen 235, 65, 16 Zoll Reifen, also mit dem man auch wirklich sicher und komfortabel reisen kann. Mehr geht natürlich immer. Ich empfehle auch immer gerne die Delta 4x4, ja, die Klassik B-Räder. Wer die noch nicht gesehen hat, am besten jetzt mal abchecken. Niklas, wir schauen weiter. Was fällt auf? Breite Türe am Start. Also da kommt man, wie gesagt, auch mal ohne Probleme bzw. ohne hängen zu bleiben rein. Aber mehr geht, wie gesagt, auch hier. Heißt, ihr könnt optional die Premium-Tür bestellen, habt dann ein Fenster am Start und auch keine sichtbaren Scharniere mehr. Ja? Also das ist jetzt hier, sage ich mal, die Standardausführung. Mehr geht, wie gesagt, immer auch optional bestellbar die Exklusivversion, die dann, wie gesagt, Zentralverriegelung hat. Standardmäßig ist dabei die Fliegenschutztür. Nicht standardmäßig dabei ist hier die Trittstufe, die ist optional. Aber dafür ist, wie gesagt, der Konfigurator da. Da könnt ihr euren Wagen individuell zusammenstellen. Niklas, wir schauen einmal rum. Kühlschrank. Gitter brauchen wir, glaube ich, nichts groß zu erzählen. Das ist, wie gesagt, kein Kompressorkühlschrank, sondern Absorber. Heißt, der funktioniert primär mit Gas, 230 Volt oder während der Fahrt auch mit 12 Volt, soweit man keinen Dual Control hat. Sonst haben wir hier die Toilettenkassette, die man hier, wie gesagt, rausziehen kann. Ganz klassisch von Dometic mit Trolley-Funktion. Brauche ich, glaube ich, nicht viel mehr drüber zu erzählen. Sonst, wenn wir hier einmal zumachen, sehen wir hier aus dem Pepper Mercedes übernommen den Gaskasten. Zwei 11 Kilo Gasflaschen passen hier rein und zwar nebeneinander. Das hier ist ihr Standardanschluss. Ich würde euch immer empfehlen, die Truma Dual Control zu bestellen. Heißt, ihr habt zwei Schläuche, könnt zwei Flaschen anschließen. Wenn eine Flasche leer ist, schaltet das System automatisch um. Und Dual Control heißt ja auch immer CS. CS für Crash Sensor heißt, man darf das Gas beispielsweise auch optional auflassen. Im Sommer beispielsweise für den Kühlschrank, im Winter für die Heizung. Sonst, was ganz wichtig ist, auch für Sommer sowie Winter, sind die Fenster. Das hier sind die Standardfenster. Heißt, man könnte hier theoretisch einfach mit zwei Fingern ran die easy aufhebeln oder hier mit dem Schraubenzieher das Fenster aufbrechen. Macht jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Daher meine Empfehlung, bitte immer die Rahmenfenster mitbestellen, soweit sie ins Budget und ins Gewicht passen. Sonst, Niklas, schauen wir direkt mal weiter. Haben wir hier nämlich die Heckgarage mit ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal Deko beziehungsweise hier dem Umbaukit. Aber wir haben jetzt hier nicht so viel Zeit, alles aufzuräumen oder umzuräumen. Daher hoffe ich, reicht euch das Bild in diesem Sinne. Ihr seht, wir haben eine schöne Verzurmöglichkeit am Start. Die Markisenkurbel ist aufgeräumt, die Garage ist doppelt beleuchtet. Also wir haben schöne Lichter drin. Und hier oben rechts, Niklas, schwenkt gerne mal rein, haben wir auch eine Steckdose, ja, um beispielsweise einen E-Bike-Akku zu laden. Die Garage ist auch isoliert, beheizbar. Generell alle Tanks sind isoliert und beheizbar. Sprich, der Wagen ist wintertauglich und winterfest. Erkennt man auch daran, wir haben eine doppelte Abdichtung. Und zwar einmal hier den innenliegenden Gummi und einmal diesen äußeren. Dadurch, wie gesagt, schließt die Türe auch perfekt ab. Und ja, es zieht keine Luft irgendwie unterm Bett rein. Hier sieht man es auch nochmal. Doppelte verriegelte Hecktüre mit Einhandbedienung und einer Schlüssel-Schließanlage. Heißt, ich muss nicht zweimal auf- oder zusperren, sondern einmal mache hier den Hebel auf oder zu und Feierabend. Ja. Hier haben wir sie, die Voll-LED-Scheinwerfer. Ja, und nach der Durchsage geht's weiter. Die Voll-LED-Rückleuchten habt ihr gesehen. Rückfahrkamera hat der Wagen noch nicht am Start. Macht natürlich Sinn. Haben wir aber, wie gesagt, hier drüben beim 650 MEG vorgestellt, gerade was das Fahrerhaus angeht und das ab Werk bestellbare Mediapaket. Ja. Also, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, direkt mal Kanal abchecken, Video anschauen und Daumen nach oben da lassen. Sonst, Niklas, hier oben sieht man es, leicht schimmern, serienmäßig am Start. GFK-Dach, also ein hagelsicheres Dach, ist nochmal leichter. Und wie der Name schon sagt, hagelsicher heißt, die Versicherung kommt einem entgegen und das Dach kann so schnell nicht kaputt gehen. Sonst, wenn wir hier weitermachen, setze ich mich gerne einmal hier rein. Ist auch wieder aus dem Pepper auf Mercedes übernommen worden. Heißt, die Aufbaubatterie hat hier hinten ihren Platz. Hier passt noch eine zweite oder dritte dazu. Ich persönlich empfehle ja immer Lithium. Und da passen, wie gesagt, hier auch richtig schöne große Akkus rein. Sonst, Niklas, das
das ist ein Geheimtipp, muss ich dir zeigen, hatte ich dir vorhin schon beim Essen erzählt. Da hat Knaus bzw. Weinsberg mal wieder mitgedacht. Und zwar ist hier ein schöner Hebel, den man umklappen kann. Und dann ist hier so ein Brett versteckt, ja, das meistens sonst hier unten in der Heckgarage immer rumfliegt. Ja. Das ist hier ordentlich aufgeräumt. Das bräuchte man, wenn man vorne die Sitzgruppe nochmal zu einem weiteren Bett umbauen möchte. Dafür ist nämlich auch hier dieses Polsterset gedacht. Ja. Ja, dafür gibt es jetzt keinen festen Platz, wobei ich fast wetten würde, dass es hier oben auch reinpassen könnte. Aber darum geht es nicht. Wir schauen direkt weiter. Und zwar hier an den Fenstern, da haben wir ja schon gesagt, Empfehlungen sind ganz klar Rahmenfenster, aber auch wichtig, Fenster hinten links ist nicht standardmäßig, muss mit konfiguriert werden. Sonst, Felgen haben wir angeschaut, die zwei Fenster, ja, brauchen wir nicht drauf eingehen. Hier oben sehen wir sie nochmal, die Welle, also ähnlich wie beim Skywave, haben wir wie gesagt hier beim Kara Suite eben auch so eine wellenförmige Dachform, einfach aus dem Grund, weil der Wagen, wie anfangs schon angesprochen, ein Hubbett hat, das entsprechend ja auch Platz braucht. Sonst Easy Travel Box am Start, heißt Wasserfilter ist hier untergebracht. Ihr habt einen Trinkwasserfilter, heißt man könnte das Wasser theoretisch trinken. Hier kann man für den Service den Frischwassertank öffnen, um den beispielsweise zu reinigen oder die Pumpe auszutauschen. Hier befüllt man seinen Frischwassertank. Ja, um den befüllen zu können, muss man hier auch schließen können. Heißt einfach hier ran, einmal zumachen, Frischwassertank befüllen und hier das gleiche für den Grau- bzw. Abwassertank, also das Wasser aus der Dusche und den Spülbecken. Das kann man hier, wie gesagt, noch mal ablassen. Ja. Hier hinten haben wir noch mal einen Stromanschluss, um die Batterien zu laden oder generell die 230 Volt Versorgung ja, herstellen zu können. Und hier hinten auch noch mal schön positioniert der Frostwächter. Also das ist ein Schutzventil, damit der Boiler, wie gesagt, im Winter nicht einfriert. Das muss man schließen. Das sieht dann so aus, wenn man den Wagen benutzen möchte. Und es öffnet sich automatisch bei rund 4 Grad und öffnet sich, damit der Boiler sich dann automatisch entleeren kann. Ja, dann hier nochmal die Fahrstellung des Frischwassertanks. Und das, wie gesagt, alles in der Easy Travel Box aufgeräumt. Heizungsaußenkamin auch nochmal am Start. Wir haben eine Truma Gasheizung dabei, Warmluftheizung. Und ich würde sagen, mehr sehen wir uns dann gleich im Fahrzeug einmal an. Wir haben schon einmal Platz genommen hier im neuen Weinsberg Kara Suite oder besser gesagt im neuen Ford Transit. Und ich würde sagen, Niklas, schwenk einmal kurz aufs Lenkrad drauf, weil ja, es macht nicht nur optisch was her, sondern auch haptisch. Also mit dem Leder lässt sich es wirklich gut anfassen und ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, in den Sitzen einfach gut fahren. Wir haben es ja angesprochen, Schaltgetriebe, auch optional, wie gesagt, Automatik. Und ja, lasst euch jetzt nicht hier abschrecken von dem kleinen Mediapaket. Das ist nicht von Weinsberg, das ist von Ford. Wird aber so nicht bestellbar sein, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Da kommt schon ein großes, schönes Mediapaket von Weinsberg rein. 9 Zoll Gerät mit Apple, Android CarPlay, Navi, Rückfahrkamera und allem, was dazugehört. Niklas, stell dich gerne mal hinten hin. Dann können wir hier oben die Ablagen nochmal zeigen. Die gibt es nämlich so, wie ich es jetzt hier sehe, eigentlich auch nur bei Ford. Also bei Fiat oder Mercedes habe ich das noch nicht gesehen. Und sonst hier rechts und links auch nochmal schöne Ablagen. Die Aufbaulautsprecher aufgeräumt und hier oben auch das Ausstellfenster in der Hutze. Ja, also dass man, wenn man im Hubbett oben liegt, auch einen schönen ja, Blick nach draußen bekommt. Sonst, Niklas, zeig gerne mal die Sitzgruppe. Ich gehe gerade mal an dir vorbei. Das ist nämlich auch wieder ein Merkmal beim 700er hier mit dem verbreiterbaren Tisch. Ja, heißt auch wieder alles CPL beschichtet, also kratzfest. Und hier, wie gesagt, mit diesem kleinen Hocker echt cool gelöst, weil einfach ein mega Raumgefühl entsteht. Niklas, stell dich am besten wieder hinten hin. Dann fahren wir gerade mal das Hubbett runter. Natürlich manuell, also gibt es nur manuell. Und wie gesagt, auch serienmäßig einfach hier den Hebel entsichern. Dann kann ich das hier ganz easy mit einer Hand runterziehen. Zack, und fertig ist der Lack. Natürlich ist ein Lattenrost drin. Wir haben eine Liegelänge, glaube ich, von 2 Meter. 1,30 ist es breit. Und sonst, wenn du mal guckst, hier haben wir auch nochmal schöne Ablagen. Wie gesagt, auch LED-Lichter drin. Und alles, was eben dazugehört. Man kann das Bett jetzt eben aber hier auch stufenlos verstellen. Das ist praktisch wie aus dem Knausbox Live, also den Kastenwagen mit Heckhubbett, übernommen worden. Heißt, wenn ihr beispielsweise eure kleinere Kinder habt, könnt ihr das Bett auch weiter hochfahren, dass man eben unten noch mal ein bisschen besser durchgehen kann. Jetzt fahre ich das Bett mal gerade wieder hoch, vorsichtig, schwupp. Ihr seht, das ist eigentlich echt easy und unkompliziert zu bedienen. Und auch noch mal wichtig, wir haben jetzt hier die Kopfstützen gerade noch drin gehabt. Heißt, wenn ich die rausmache, dann geht das Bett noch mal ja, locker 4-5 cm weiter runter. Hier sieht man es, man hat hier diese Isofix-Symbole, heißt Kindersitz ist überhaupt kein Problem, kann festgemacht werden. Das Polster kann man auch vorziehen, umklappen und dann kommt man hier nochmal ans Technikfach. Also hier ist alles untergebracht, das schwarze Monster, also Heizung, Warmwasserboiler, ja alles was dazugehört. Außenkamin haben wir ja draußen gezeigt. Der blaue Kasten ist eben ja, Sicherungskasten, Steuergerät und eben auch Ladegerät. Also das ist beispielsweise der Stromeingang von draußen, der lädt dann wie gesagt die Fahrzeugbatterie auf. Hier haben wir jetzt die Sicherung von der Wasserpumpe draufgeklebt, dass hier auf der Messe nichts kaputt gehen kann. Ja? Ladebooster, also der blaue, der lädt während der Fahrt immer die, nicht die Starter, die Aufbaubatterie auf. Und hier haben wir nochmal den FI und die 230 Volt Sicherung vom
Ladegerät. Ja, Niklas, pass auf, hier unten haben wir auch nochmal die Verteilung bzw. einen Teil der Steuerung der Heizung. Warum, kann ich gleich erklären, weil hier im Kara Suite, ja, Modell 2023, haben wir ja serienmäßig die Truma iNet X-Steuerung. Ja, steht hier auch drauf. Ja. Heißt, wir haben hier ein, ja, sag schon, digitales Touch-Control-Panel, wo ich jetzt sehe, wie warm ist es, Temperatur, ich sehe Ressourcen, also Fahrzeug und Aufbaubatterie, Frisch- und Abwassertank, ich kann das Ganze entsperren, ich werde gewarnt, dass vielleicht eine Gasflasche nicht angeschlossen ist, ich kann hier das Licht einstellen, Wasser, also warm Wasser einstellen, Klima einstellen, also man kann hier alles steuern und ja, verwalten. Sonst haben wir hier einen Kühlschrank, ich muss gerade mal schauen, da hat jetzt tatsächlich jemand hier den Clip beschädigt, aber gut, sowas passiert auf einer Messe. 145 Liter Absorber haben wir gerade eben schon erklärt. Sonst haben wir hier, wie gesagt, auch beispielsweise jetzt mal ein 27 Zoll LED Smart TV montiert, dass man eben hier auch dann, egal ob unten oder oben im Hubbett, Fernsehen schauen kann. Wir machen weiter und zwar mit der Küche. Was fällt uns auf? Ja, eigentlich ganz einfach die Kocher- und Spülenkombination. Heißt einmal alles in einem. Schöne Edelstahlspüle hier mit, ja, klappbaren Wasserhahn und hier einen Zweiflammen-Gaskocherherd mit, ja, sag schon, gusseisernem Rost und natürlich Piezo, also Automatikzündung. Man kann das Ganze natürlich auch voneinander getrennt nutzen oder unabhängig nutzen und hat hier, wie man sieht, im Hintergrund eine HPL-Küchenrückwand. Heißt, man kann die Küchenrückwand super einfach und schnell sauber machen. Deckenschrank mit Signature-Elementen. Signature, ja, das ist hier die Abrundung, habe ich gelernt. Und Aluminiumgriffen, natürlich hier mit richtig dicken Beschlägen. Und was ich immer zeige hier, Vollkorpusbauweise. Ja, heißt, da wackelt nichts, da klappert nichts, da geht nichts kaputt. Und Klappe zu, Affe tot, heißt, ihr müsst keinen Knopf mehr drücken, um hier irgendwas zu verriegeln. Schubladen haben wir natürlich auch am Start, und zwar zwei Stück mit Vollauszug. Ganze natürlich kugelgelagert mit Soft-Close, auch wieder Aluminiumgriffe und selbst verriegeln. Das gleiche hier auch im zweiten Stock. Ja. Und ganz unten wie immer unsere große Klappe für schwere Sachen. Und hier sehen wir es nochmal rot und blau. Heißt, hier hinten sind nochmal zwei Ablassventile positioniert, um im Winter alles an Wasser abzulassen. Also zusammengefasst, eine richtig schöne Küche, auch nicht zu groß, keine L-Küche. Dafür hat man, wie gesagt, vorne ein bisschen mehr Platz, hier hinter direkt der Kühlschrank positioniert. Und daher würde ich sagen, Niklas, schau mal direkt einmal weiter, und zwar ins Bad. Und du kannst dich jetzt direkt mal in die Dusche stellen, die nämlich ziemlich groß und geräumig ist. Und ja, das kann ich wirklich behaupten, weil der Niklas ist auch irgendwo 1,85 groß, hätte ich behauptet. Und mit der Kamera in der Hand auch nicht der Schmälste. Ja? Und jetzt kommt's, Raumbadfunktion. Heißt, man kann hier die Türe abtrennen und hat dann ein bzw. zwei voneinander getrennte Räume. Man sieht es hier, die Leiter vom Hubbett hat einen Platz gefunden, und zwar hier hinter, ja, der Badtüre. Und sonst haben wir hier hinten ein richtig schönes, breites Waschbecken und ein Bad mit wirklich sehr großen Stauraumfächern. Einmal hier unten und natürlich hier oben auch noch zweimal großen Ablagen. Ja, also hier kriegt man wirklich alles und jeden aufgeräumt. Ja, jeden vielleicht nicht, aber wie gesagt, auf dem Klo hat auch jeder genug Platz. Sonst, Niklas, zweimal Längsbetten hier im 700 MEG. Der Wagen ist, wie gesagt, 741 oder 742 lang, hat eine Breite von 232 und eine Höhe von 284. Heißt, alles andere, Sattanlage, Klimaanlage, Solaranlage, bleibt eigentlich, ja, im hinteren Bereich des Fahrzeugs. Heißt, der Wagen wird nicht zwingend höher, auf jeden Fall nicht höher als maximal 3 Meter, was aber schon eine Ausnahme sein sollte. Sonst Längsbetten hier im 700 MEG, heißt gerade für große, lange Menschen ideal. Das eine 2 Meter, das andere knapp drüber, soweit ich es auf dem Schirm habe. Und sonst haben wir hier nochmal zwei richtig schöne große Stauraumfächer, wo man richtig viel reinkriegt. Hier ist jetzt noch dieses Umbaupolster drin und so ein Holzbrett. Ja, auf der anderen Seite seht ihr ja selber, wie gesagt, Platz ohne Ende. Ja, das Ding hier können wir auch nochmal hochklappen. Da geht es dann nochmal ein Stock tiefer, ja, in die Heckgarage rein. Heißt, da hat man eine klassische Durchlademöglichkeit. Und sonst hier hinten auch nochmal drei große Stauraumfächer. Hinten eine durchgehende kleine Ablage, zwei Leseleuchten, 230 Volt USB. Und schau mal rechts und links nochmal die Schwalbennester. Heißt, auch da wieder Platz für T-Shirts, Socken oder andere Geschichten. Ich würde sagen, wir treffen uns einmal draußen, sprechen nochmal über Preis, Zuladung und ein, zwei Kleinigkeiten. Wir sind auch schon wieder fast durch mit dem Video, daher dürfen wir zwei wichtige Sachen nicht vergessen. Und zwar einmal das Thema Zuladung. Der Wagen, wie er jetzt hier steht, wiegt um die 3100 Kilogramm. Er ist aufgelastet auf 4100 Kilogramm, heißt, wir haben eine Zuladung von roundabout einer Tonne. Heißt, sollte auf jeden Fall ausreichen. Wichtig, oder klar ist natürlich auch, mit 3,5 Tonnen geht hier nichts, beziehungsweise nur sehr wenig. Dafür empfehle ich jedem von euch den neuen Knauf
Strauß- oder Weinsberg-Konfigurator, da ja, werdet ihr, sag ich mal, auf alles hingewiesen, beziehungsweise der Konfigurator rechnet mit, damit man auch keine Fehler macht, beziehungsweise den Wagen auch immer sicher und gut bewegen kann. In diesem Sinne, die zweite Frage, die natürlich auch sehr wichtig ist, Preis, der Wagen kostet um die 72.880 Euro und wie er hier steht, um die 88, also zwischen 80 und 90, wie ich immer sage, findet man hier beim Karasvit ein super gut ausgestattetes Fahrzeug, mit dem es sich wirklich ja, fahren lässt.